Es ist kalt, es ist eisig und Link ist am Frieren. Wir sind in der Eishöhle angekommen. Mal sehen, was hier abgeht. Hier ist schon wieder dieses, so ein rotes Teil. Ich kann aber einfach, ich kann das irgendwie nicht zerstören. Das war bei dem König schon so. Oh, die Eiszapfen fallen ja runter. Oh je, was ist das? Ah, Mist. Ich weiß gar nicht, wie ich dich zerstören soll. Okay, ich schlag einfach drauf. Das hilft immer. Nein, ich bin eingefroren. Oh, der ist ja unsichtbar. Hier ist sie, die sind überall diese roten Dinger. Okay. Eine Bombe. Hey. Hier sind überall Wege. Boah. Aber so vom Klang her finde ich die Eishöhle super, super cool gemacht und sieht wirklich Hammer aus. Also nach den Goronen finde ich halt die Eislevel generell von Ocarina of Time richtig gut. Was ist denn das? Ich höre eine Skrutula. Was ist denn das für ein Rubin? Oh, da ist die Skrutula. Ich muss sie definitiv einsammeln. Kann ich das auch irgendwie blocken oder so? Ah ja, okay. Hä, was ist denn das gewesen? Ich block doch. Habe ich was vergessen? Wie geht's noch? Oh, da ist ein verschlossenes Tor. Ah, da in der Luft hängt noch eins. Ach so, deswegen. Okay. Mal sehen, was noch kommt. Kleine Überraschung. Ah, schon wieder so eine. Und so ein komischer Eis. Keine Ahnung, was das ist. Nee, diesmal nicht. Ist mir denn doch ein bisschen zu wild. Ach du lieber Gott, was ist denn das? Ich kann hier. Oh! Sag mal, wie viele verschiedene Fledermausarten von denen gibt es noch? Wo sind der jetzt hin? Schnall dich weg. Gibt's noch welche? Oh, es gibt ja noch welche. Noch wo? Irgendwo? Nee, okay. Doch, ich höre einen, aber ich höre nicht. Oh. Ach, Mensch. Link, befreie dich doch mal. Oh, da sind Herze. Die hole ich gerade mal. Nur nicht runterfallen. Nur nicht runterfallen, Link. Das ist blaues Feuer. Es wirkt übernatürlich. Aber vielleicht kannst du es ja für irgendwas gebrauchen. Das blaue Feuer hier? Oh nee, da vorne ist schon wieder so Eisteil. Okay, den juckt das nicht. Vielleicht kann ich das damit einfangen. Blaues Feuer eingefangen. Ist es kalte Flammen benutze? Kann ich das jetzt mit allen Flaschen? Nee. Ich will mal gucken, ob ich das mit allen Flaschen machen kann. Das geht ja wirklich. Ja, ich hätte vielleicht noch eine vierte Flasche gebraucht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Denn ich möchte nämlich mal was ausprobieren, wenn der hier mal fertig ist mit seinem Eisatem.
Da ist eine kleine... Ein Krug. Ah, da, oh, ist eine große Kiste. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Ob das geht. Weil wenn das geht, dann können wir später damit auch den König befreien. Ja, es geht. Boah, ich bin jetzt mal gespannt, was da drin ist. Und wir bekommen... eine Karte. Sehr schön. Immerhin. Ich kann ja jederzeit die Flammen wieder auffüllen, oder? Ja, okay. Gut, dann habe ich das Prinzip jetzt verstanden. Sonst ist in dem Raum hier nichts mehr, was ich noch machen kann. Nee, okay. Gut, dann gehen wir mal weiter. Also quasi nochmal zurück in den einen Raum, weil da waren vorhin so Wände gewesen. Ich will die mal zerstören und gucken, was dort drin ist. Oh nein! Sind wir auch schon. Da drüben ist sieht aus wie so eine Wand, die man schmelzen kann. Und da war eine, genau. Probieren wir das doch gleich mal aus. Jawohl, es geht. Gehen wir zuerst mal hier lang. Oder gibt es auch blaues Feuer? Oh. Oh nee, das ist schon wieder so. Diesmal nicht. Oh, schönes Gurdula. Und ein Herzteil. Ey, oh. Jetzt wird es aber hier echt extrem. Das ist ja fast wie Weihnachten. Fanghaken nochmal. Wo ist die dann? Da, da ist ein Skrutula. Da vorne ist ja noch was. Da ist eine große Truhe. Die hau ich jetzt so weg, bevor die mich wieder angreifen. Da bin ich mal gespannt, was jetzt hier drin ist. Der Kompass. Ist sonst hier nichts mehr? Ich guck mich lieber einmal um, bevor ich hier irgendwas verpasse. Ne, hier ist rein gar nichts mehr. Okay. Dann füllen wir nochmal die Flammen auf. Wir brauchen nur noch ein Herzteil und dann haben wir einen weiteren Herzcontainer. Ich finde das klasse. Nein, Link. Oh. Du sollst das nicht auskippen, du sollst es behalten. Hier scheint nichts mehr zu sein. Ich höre immer dieses Zischen, da denke ich immer, das sind Skortulas, aber das sind diese Eiszapfen. Das ist wirklich gar nichts mehr hier. Nee, okay. Können wir weitergehen? Dann haben wir hier alles geholt. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Und jetzt gehen wir da hinten rüber. Bin mal gespannt, was dahinter ist. Also man muss hier echt mit diesen blauen Flammen aufpassen, dass man davon immer welche dabei hat, sonst hat man ein kleines Problem. Überall hängen hier diese Eiszapfen, das sieht aber auch cool aus. Was ist denn das?
Nee, hier flattern wieder diese Dinger rum. Die nerven mich so schon. Nein, ich war zu langsam. Und der letzte. Bevor der mich auch wieder einfriert. Nein, boah. Oh, da. Ey, da. Sag mal, wie viel Skortulas gibt's denn mal hier? Das ist ja Wahnsinn. Das sieht aus wie. Das Ding kann man doch bestimmt schieben. Ja, sage ich doch. Das kann man schieben. Okay. Ich will mal was ausprobieren. Ich nehme mal gerade alle mit, die hier sind. Ich weiß nicht, ob das Teil ins Wasser fallen kann. Aber ich will definitiv. Will ich noch mir neue Flammen holen? Da waren Rubine. Komm, Link, hinauf! Wo ist die Da ist meine Flasche. Ich nehme jetzt mal vorsichtshalber immer welche mit. Denn ich weiß nicht, was da noch kommt. Das Problem ist jetzt. Ah nee, das. Wenn ich das da reinschiebe. Pass auf. Ah, das kommt ja wieder neu. Okay, gut. Gut zu wissen. Ich habe nämlich erst gedacht, ich stecke jetzt fest, aber. Nö, Gott sei Dank nicht. Schieben wir das jetzt mal hier hinten rüber. Genau. Holen uns quasi den nächsten. Sieht ja aus wie so ein schwarzer Rubin. Oder? Ja. Uns fehlt jetzt nur noch einer, so wie es aussieht. Aber das Ding kriege ich jetzt auch da nicht mehr raus. Dann müssen wir es wieder ins Wasser schieben. Ich sehe gerade, da vorne ist das Eisengitter? Nein! Oh, Link, was machst denn du? Oh. Jetzt haben wir alle eingesammelt. Das Tor ging auch auf. Ich hoffe jetzt nur, dass ich das jetzt hier hinkriege, dass wir zum Tor gelangen. Wenn ich jetzt nach links schiebe, fällt es ins Wasser. Also bleibt mir jetzt quasi nur die Option hier lang. Ich muss gerade mal gucken. Müsste hinhauen. Jawohl. Gut. Puh, da haben wir das ja auch geschafft. Bin mal gespannt, was jetzt noch kommt. Schon wieder dieser. Mit ihrem Pfefferminzatem hier. Ich will aber nicht gegen dich kämpfen. Nein, hier sind ja überall welche. Nein, dann muss ich ihn doch verkloppen. Toll, jetzt muss ich ja doch eine Flamme benutzen. Die letzte mache ich jetzt mal weg. Nicht, dass ich die Auslösung benutze. Dann habe ich nämlich gar kein Feuer mehr. Und ich weiß nicht, wann die nächste Feuerstelle kommt. Gott, was ist denn das? Oh! Was ist das, bitteschön? Ein weißer Wolfsheimer. Lass ihn herankommen, achte auf seine Bewegung. Schlage ihn, wenn er unvorsichtig wird. Der ist ja weiß. Komm her.
Hau nicht immer ab. Sieht aber schön aus, der Wolf. Ein bisschen durchgeknallt sieht er aus, aber ist schön. Komm. Jawohl. Oh, der Raum, der sieht aber echt cool aus. Und wir kriegen noch eine Truhe. Das kann dann nur das Dungeon-Item sein. Denn wir haben ja die Karte und den Kompass. Also wird das das Dungeon-Item sein. Und wir bekommen... Badadada, die Eisenstiefel. Zu schwer, um zu rennen. Zu schwer, um zu schwimmen. Ja, was ist denn jetzt noch? Ach, schick schon wieder. Sei gegrüßt, Link. Wenn du hierher kamst, um die Zoras zu retten, hast du den ersten Schritt getan. Doch mehr findest du hier nicht. Mit einer Ausnahme sind alle Zoras unter einer dicken Eisschicht gefangen. Ich konnte nur ihren Prinzessin retten, aber sie lief in Richtung des Wassertempels davon. Dieses Eis wurde von einer bösen Macht erschaffen. Das Ungeheuer im Wassertempel ist der Urheber dieses Unheils. Du musst das Übel beseitigen, sonst wird dieses Eis nie mehr schmelzen. Hast du Mut, den Gefahren im Tempel zu trotzen und die Zoras zu retten? Dann erlerne nun die Melodie, die dich zum Tempel führt. Noch eine Melodie! Zeit entschwindet, Menschen scheiden, in ewig wie das Wasser, Wassersfluss. Zu königlichen Streben reift des Kindes Mut. Junger Liebe Knospen erblühen, groß und stark, des Wassers Kraft allein dies schafft. Lausche der Serenade des Wassers und trage sie in deinem Herzen. Hört sich an wie so ein Fischbrötchen. Die Melodie kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Ah, okay, ja, dann kenne ich die Melodie. Du hast die Serenade des Wassers erlernt. Link, wir werden uns wiedersehen. Immer das Gleiche. Mit Link hingehen wir, um zu gucken, wer das ist. Klack, weg ist er. Das ist ein Pfeil und... Moment, die Stiefel, die sind ja schwer genug. Die müssten mich ja eigentlich nach unten ziehen. Ach du lieber Gott. Ey, Link, du musst hier runter. Ja. Das ist schon mal sehr interessant. Du kannst unter Wasser nicht atmen. Wird dir die Luft knapp, zieh die Stiefel aus. Und wir sind jetzt wieder... Habe ich noch Feuer? Ja, eins habe ich noch. Das wollen wir natürlich für den König... Oh, ich glaube mal, das müsste hier gewesen sein, um rauszukommen. Was ist denn das? Ne, hier ist nichts. Okay. Ja, ich muss ja ab und zu mal gucken. Ich will jetzt mal die Stiefel anziehen. Ich will mal gucken, ob hier unten noch was im See ist, bevor ich zum König gehe und den befreie von seinem Elend. Oh, ist der Link so langsam, ey. Hier ist... Außer Rubine ist hier groß nichts. Toll. Und es gibt einen Timer. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ein Herzteil. Oh, wie geil ist denn das? Ey, da haben wir jetzt... Oh, da kriegen wir einen neuen Herzcontainer. Müssten wir jetzt eigentlich... Link, nicht vorbeigehen. Hallo? Ey, willst du mich verarschen?
Ein Herzteil. Jetzt hast du einen weiteren Herzcontainer. Ah, geil. Das sieht doch mal richtig herrlich aus. Ist hier noch irgendwas? Nicht, dass ich wüsste. Gut, dann ziehe ich jetzt mal die Stiefel aus. Gott sei Dank habe ich jetzt hier in den See reingeguckt. Sonst hätte ich das Herzteil verkackt. Link, schwimmst du bitte mal hoch? Muss ich jetzt warten, bis der oben angekommen ist? Ja, ja, Link, lass dir Zeit. Du hast ja genug Luft. Wenn wir so weitermachen, haben wir wirklich bald alle Herze. Beziehungsweise ich versuche es. Wir brauchen ja noch eine Menge Herzteile. Und das ist auch schon der König. Und den werden wir jetzt mal befreien. Gott sei Dank habe ich noch eine Flasche aufgehoben. Auf die andere Seite, weil der sieht uns ja, oder keine Ahnung, ob der mich sieht. Aber es ist ja ein König, der möchte ja an oberster Stelle sehen, wenn man mit ihm redet. Oh, ich fühle mich wie neu geboren. Seid ihr es, der mich vom Eis befreit hat? Ich danke euch. Mir scheint, ihr könnt euch nicht sehr lange unter Wasser aufhalten. Als Zeichen meines Dankes nehmt bitte diese Rüstung. Mit ihr könnt ihr nun auch unter Wasser atmen. Die Zora-Rüstung. Und jetzt haben wir auch die blaue Rüstung bekommen. Wir brauchten uns das alles gar nicht kaufen. Oh, wir haben jetzt schon drei Outfits. Das ist doch mal schon mal richtig geil. Ich finde das Hammer. Okay, dann würde ich mal sagen, hier an der Stelle machen wir beim nächsten Mal weiter. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal noch rein. Ciao.